Hallo. Hallo. Das funktioniert immer nicht. Nochmal bitte. Hallo. Hallo. Jetzt. Okay, was darf ich euch Neues berichten? Wir haben es mal wieder hingekriegt, ein Schülerjahreskonzert zu organisieren. Und diesmal ist eigentlich hauptsächlich die Pianisten und die Violinisten im Vordergrund. Aber wir haben diesmal noch etwas hinbekommen, was wir eigentlich schon letztes Jahr oder vorletztes Jahr machen wollten. Das war Hip-Hop-Kultur mit aufzunehmen in unser Programm. Und wir haben tatsächlich jetzt die Genehmigung bekommen vom Ministerium. Wir sind die erste Berufsfachschule für Hip-Hop-Kultur und Medienproduktion in Deutschland. Wow, heißt das. Ihr bekommt auch eine Kostprobe, dann müsst ihr halt sitzen bleiben bis zum Schluss. Die Lauttöner kommen immer am Ende. Irgendeine Regelung muss man finden, aber so laut sind die gar nicht, was ich gemerkt habe. Also sehr kultiviert. Und es tut mir auch leid, dass manchmal der Rap so in Verruf gerät, weil es da so viele Schmuddelbrüder gibt und so. Aber das ist natürlich hier bei uns nicht der Fall. Es ist also wunderbares Können. Wir haben auch Beatboxing dabei und auch eine tolle Sängerin, die Janan. Und der Thomas Sasuki macht Beatboxing und der Daniel Staub macht Rap. Und dann haben wir noch was dabei. Das ist Poetry. Das macht der Marc Heidrich. Lasst euch überraschen. Das wird aber erst nach dem Klavier und der Violine alles passieren. Jetzt wünsche ich euch gleich schon viel Spaß mit den einzelnen Beiträgen. Es ist wieder wunderbar gemischt, von Mozart bis Tokio, kenne ich nicht, Gary Lewis, keine Ahnung, ich lasse mich selber mal überraschen, was da alles kommt. Paul McCartney ist natürlich dabei und John Lennon, die Beatles, ne? Und wollen wir mal schauen, was da noch so alles auf uns zukommt. Jetzt mal viel Spaß mit das, was wir uns da wieder, was wir wieder zusammengekriegt haben. Viel Vergnügen und wenn ihr Lust habt, bleibt einfach da. Um 3:30 dürften wahrscheinlich auch die Hip-Hopper beginnen. Alles klar, viel Spaß. Thank you.
Thank you.
Thank you.